Das ist das Ranking der Jury im Finale von Dancing Stars 2019. Liz und Thomas haben 3 Punkte, Michael und Conny haben 2 Punkte und Nicole und Dimitar haben 1 Punkt. Aber je nach Ranking ihrer Anrufe und SMS kommen noch weitere 1, 2 und 3 Punkte dazu. Und wer beendet dann Dancing Stars wirklich auf dem 3. Platz und welche 2 Paare treten dann in einem letzten Duell mit ihren Showtänzen gegeneinander an? Diese erste spannende Entscheidung fällt jetzt bei Dancing Stars das Finale. Herzlich willkommen bei Dancing Stars das Finale. Hände weg vom Handy, es hat keinen Sinn mehr. Das erste Voting ist inzwischen beendet. Ja, und ein Notar hat die Kombination von Jurypunkten und ihren Stimmen von zu Hause überwacht. Und in wenigen Augenblicken wissen wir das Ergebnis. Ja, gegen diese nervenaufreibende Spannung ist Games of Thrones natürlich Kinderprogramm. Wenn Sie echte Heldinnen und furchtlose Kämpfer sehen wollen, dann schauen Sie jetzt hin. Hier sind sie, die Finalisten von Dancing Stars 2019. Liz und Thomas. Nicole und Dimitar. Michael und Conny. So, 3 Paare stehen jetzt hier auf dem Parkett, aber nur 2 werden gleich mit ihren Showtänzen gegeneinander antreten und um den Titel Dancing Stars 2019 kämpfen. Es wird ein Kampf werden. Ja, aber welches Paar wird es schaffen? Welche 2 Paare treten noch einmal gegeneinander an? Schaffen es Liz und Thomas ins letzte Duell? Liz, mit dem sportlichen Ehrgeiz einer Doppelweltmeisterin hast du dich diesem Abenteuer gestellt und dich Woche für Woche aufs Neue gefordert und hast dich auch schwierigen Aufgaben und Ängsten wie Hebefiguren gestellt und diese auch überwunden. Der Einsatz hat sich ausgezahlt. Du stehst heute auch hier im Finale. Und was so schön war, glaube ich, auch für alle Zuschauer, ist, dass du nicht nur die taffe Sportskanone gezeigt hast, das, was wir von dir kennen als Skifahrerin, sondern uns auch hast teilhaben lassen an der privaten Liz und aufgemacht hast. Und wir konnten so ein bisschen in dich hineinschauen. Das war ganz besonders schön. Vielen Dank dafür. Ich frage mich jetzt, tragen eure Fans euch ins letzte Stechen? Nicole und Dimitar. Nicole, du hast in den letzten Wochen, in all den Wochen von Dancing Stars, die wirklich anstrengend waren auch, nie dein Lächeln verloren. Du hast dich als Box-Weltmeisterin mutig aus deiner Deckung gewagt. Und ihr habt beide mit eurer positiven Energie Freude und Spaß am Tanzen verbreitet und das wirklich alle spüren lassen und wirklich gutes Tanzen hier gezeigt. Die Frage ist, werden dich deine Fans jetzt in die letzte Runde boxen können? Und wie ist das jetzt mit Michael und Conny? Schotti, du warst da älteste Teilnehmer, aber du hast auch gezeigt, dass Alter im Prinzip nur eine Nummer ist, eine Zahl, weil du dich mit einer solchen kindlicher Neugier in dieses Abenteuer gestürzt hast. Das war so eine Freude, dir zuzusehen über die ganzen Wochen. Du warst der Zauberer, der Geheimagent, Hip-Hopper letzte Woche noch beim Streetdance, heute auch nochmal eine ganz neue Seite von dir gezeigt beim Contemporary. Aber du bist niemals in die Rolle des Wehleidigen geschlüpft. Und wir wissen alle, es war manchmal so ein bisschen an der Grenze und du hast gelitten. Aber dafür war auf dem Parkett nie Platz bei dir. Und war was ganz Besonderes, auch dieser Einsatz. Du bist an deine körperlichen Grenzen gegangen. Der Geist war stärker. Hat sich dieser Einsatz gelohnt heute Abend? Ja. Welche 2 Paare werden es jetzt zum letzten Duell schaffen mit ihren Showtänzen. Das erfahren wir jetzt. Zwei Glitzerkugeln. Es ist nicht schwer zu erraten, was da drin ist. Die Namen der 2 Paare, die im Rennen bleiben, um den Titel Dancing Stars 2019. Schwerer zu erraten ist es natürlich, welche Paare das jetzt sind. Einer braucht nicht raten, der weiß es nämlich schon. Das ist unser Notar, Dr. Thorsten Antenreiter. Wo ist er? Guten Abend. Guten Abend. Ah, der steht oben. Guten Abend. Da ist er beleuchtet. Schau, Herr Doktor, ich frage Sie jetzt. Sie als Notar haben das natürlich überwacht.
Sie garantieren, dass Sie persönlich überwacht haben, dass die Namen, die da jetzt drinnen sind, genau dem Ergebnis entsprechen. So ist es. Guten Abend. Ich kann Ihnen bestätigen, dass alle Voting-Stimmen berücksichtigt wurden und diese Röllchen von mir selbst in die Kugeln hineingegeben wurden. Vielen Dank. Sie kennen das beliebte Publikumsspiel. Mit welcher fangen wir an? Gibt's Vorlieben? Wünsche? Wer ist für diese Kugel? Und diese hier? Gut, dann nehmen wir die da. Ja, wir sind ja immer auf der Seite des Schwächeren. Dann bleibt die Spannung höher. Also. Ich assistiere wieder, oder? Ja, bitte sehr. Das ist gar nicht einfach. Das ist ein Kampf. Das erste Paar, das jetzt Jury und Publikum in das letzte Duell weiterschicken, um dort um den Titel Dancing Stars 2019 zu kämpfen, sind werden uns noch einen Showtanz zeigen. Geht's euch gleich umziehen, Liz Thomas. Geht's euch umziehen. So, der Wettkampf geht weiter. Dir. Wer tritt gegen Liz und Thomas an, heute hier im großen Finale? Wer kämpft ein allerletztes Mal auf diesem Parkett? Wer bleibt im Rennen um den Titel Dancing Star 2019? Weiter sind Ja, und geht sich sofort umziehen. Nicole Wesner und Dimitar Stefanin zum verdienten dritten Platz. Grandiose Teilnehmer hier in dieser Show. Kommt zu uns. Wollt ihr uns noch was sagen? Ich bin einfach unheimlich dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es war einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich bin dankbar, dass die Leidenschaft Tanzen wieder hochgekommen ist. Dass ich so einen tollen Menschen wie Mikko kennenlernen durfte. Und ja, es war einfach eine ganz tolle Zeit. Danke. Wir sagen Danke an ganz großartige Teilnehmer in dieser Show. Bitte? Ja, also ihr habt uns auch wirklich schöne Momente miterlebt zu machen. Es ist euer Applaus. Es ist euer Applaus. Und diesen Applaus gibt es nicht nur für heute Abend, sondern für die gesamten letzten vielen Wochen hier bei uns. Es war ein langer Weg, ein sehr schöner Weg mit vielen ganz besonderen Momenten. Und diese Momente schauen wir uns natürlich noch einmal gemeinsam an. Euer Weg hierher ins Finale. Musik.
Danke, noch einmal euer Applaus. Ich begleite euch jetzt nach hinten an die Bar. Während die anderen Paare jetzt schon geschminkt werden, sich umziehen für die zwei Showtänze. Damit stehen wir fast bereit für das letzte Stechen. Es heißt jetzt hier heute Abend Liz und Thomas gegen Michael und Conny. Die Jury hat ihre Punktetafeln bereits weggepackt, denn diese allerletzte und wichtigste Entscheidung, die treffen natürlich nur Sie zu Hause, das Publikum. Dafür stellen wir jetzt alle Votingzähler nochmal komplett auf Null. Das Paar, das ab jetzt mehr Anrufe und SMS bekommt, das Paar darf sich heute Abend auch über den Titel Dancing Star 2019 freuen. Das alles entscheidende Voting beginnt jetzt. Falls Sie sagen, Liz und Thomas sind für Sie die Dancing Stars 2019, dann brauchen Sie die Nummer 09010 59 0902. Oder sollen Michael und Conny den Stern mit nach Hause nehmen? 09010 59 0909. Hinter uns werden gerade schon die letzten Vorbereitungen getroffen für den ersten Showtanz. Ich frage mich, wo ist der Stern? Sehen aber eh schon da drüben beim amtierenden Dancing Star Martin Ferdini. Hallo. Jetzt wird fleißig umgebaut. Wir sehen gleich den ersten Showtanz. Welche Gefühle hast du, wenn du wieder in Ballroom bist und an dein Finale denkst damals? Das ist ein einziges Déjà-vu, was da gerade abläuft, vor meinen Augen. Das ist so präsent, das ist mittlerweile 2 Jahre aus und mir kommt es vor, es wäre maximal 2 Monate her. Aber das kommt alles wieder hoch, was damals abgelaufen ist. Und das war schon eine tolle und sehr intensive Zeit, wo man extrem viel mitnimmt. Das wirkt immer noch nach, auch 2 Jahre danach. Hast du einen Tipp für die Gewinner? Weil, was ich so mitbekommen habe, es war immer so, dass nach so vielen Wochen fällt man erst einmal in ein Loch und sagt, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen neu aufstellen und neu orientieren. Wie war das bei dir damals, der Tag danach quasi? Also ich muss mich jeden Tag neu orientieren, das ist nichts Neues. Das ist immer so bei mir nach dem Aufstehen. Meine Frau hilft mir da dabei ein bisschen, macht das Ganze wesentlich einfacher und das war noch Dancing Stars, Gott sei Dank, bei mir nicht anders. Na, also ich persönlich bin zum Glück in kein Loch gefallen, sondern es war einfach ein wunderschönes Kapitel in meinem Leben, wie ein tolles Buch, das man fertig liest. Und das zu Ende ist, wo man bedauert, einerseits, dass das Buch aus ist und andererseits macht man es einfach bereichert zu und ja, das nächste Kapitel im Leben geht los. Hast du nicht weiter getanzt danach? Dafür hat meine Frau gesorgt. Brav, sehr gut. Du warst erst einmal zu erschöpft, du konntest nicht gleich wieder loslegen. Wie hast denn du diese Staffel bisher so miterlebt? Hattest du Favoriten oder wie war das bei dir? Ich habe Favoriten gehabt, alle drei haben wir heute gesehen. Also ich habe es jetzt nicht spezifisch auf ein Paar festgemacht, aber ich glaube, es waren wirklich die besten Paare jetzt im Finale und Gratulation an alle, die bei dieser Show mitgewirkt haben. Und zwar wirklich an alle, ans Orchester, an die Kameraleute, an das gesamte Team. Es war eine super Show und ich glaube, das Publikum hier im Saal wird mit mir übereinstimmen. Das glaube ich auch. Danke, Martin Ferdini. Der Hüter des Sterns jetzt gerade noch, aber den geben wir ja gleich ab. Aber jetzt starten die beiden Paare in das letzte entscheidende Stechen mit ihren Showtänzen. Und es starten Liz und Thomas. Großes Kino war ja das Motto dieser Staffel. Das war eigentlich die einzige Vorgabe, die wir unseren Paaren gegeben haben. Orientiert euch an großen Filmen. Und das haben die beiden auch getan. Ihr Motto jetzt ganz Grease. Also die Petticoats werden ausgepackt und Schmalztollen. Und gleich gibt es diesen spektakulären Showtanz. Aber zuerst schaut die Liz nochmal gemeinsam mit uns auf ihre Zeit bei Dancing Stars zurück. Ich habe mich irrsinnig gefreut, wie ich angefragt worden bin, ob ich bei Dancing Stars mitmachen möchte.
Es ist tatsächlich ein bisschen ein Kindheitstraum, der für mich da in Erfüllung geht. Und das Privileg zu haben, da einzutauchen und das wirklich mit einem Profi, diese Reise zu starten. Nein, nein, nein! Puh, das wird eine harte Woche. Ha, ja gut. Zu lernen und ich habe einfach einen Spaß dabei, wenn mir der Thomas jetzt was sagt, dass ich das so gut wie möglich nachmachen möchte und das dann umsetze. Der erste Tanz mit dem Thomas war Flashdance und er hat mir Lara rausgeschickt. Ich war überwältigt. Weil es echt cool ist, was da gemacht wird, die Show, was da abgeliefert wird. Es ist auch ein bisschen ähnlich, wie ich es früher vom Skifahren natürlich kenne, weil du stehst im Starthäusl und dann geht es jetzt darum, dass du das, was du trainiert hast, umsetzt. Das ist jetzt echt was ganz Besonderes, das wird nie mehr kommen in deinem Leben. Die letzte Show war sicher sehr emotional. Zuerst mit dem Heber, der nicht funktioniert hat und dann doch. Aber ich bin sicher jetzt durch Dancing Stars durchlässiger geworden und dass ich meinen Gefühlen mehr freien Lauf lasse, weil das ja beim Tanzen sehr wichtig ist. Was das Tanzen betrifft, das möchte ich auf alle Fälle weitermachen, das ist klar. Man lernt neue Seiten von sich kennen und ich bin irrsinnig dankbar für die Zeit. Ich sage echt Danke dafür. Thank you.
Liz und Thomas mit ihrem Showtanz. Großes Kino, die einzige Vorgabe, die ist natürlich toll umgesetzt. Liz und Thomas, lasst mich kurz zu euch kommen. Meine Damen und Herren, schauen so ihre Dancing Stars 2019 an. Die können nichts mehr machen, die haben alles gegeben. Jetzt liegt es an ihnen zu Hause. 09010 59 0902 für Liz und Thomas. Danke. So. Ja, also da kochen natürlich die Emotionen hoch. Die zwei haben es wirklich jetzt einmal hinter sich, noch nicht das Zittern, aber das Tanzen zumindest. Und da muss jetzt natürlich wieder etliches umgebaut werden. Es muss also dieser Showtanz abgebaut werden und der nächste muss aufgebaut werden, der von der Michi und vom Kone. Und jetzt sehen Sie hier Leute, die Sie sonst nur hören. Das sind die Stimmen vom Dancing Stars Orchester, Live-Orchester, große Stimmen. Wir haben hier die Monika Ballwein, Maria Rehrich, Anna Melva Gomez, den Andy Gabauer und den Drew Sarich. Oh yeah. Yeah! Ja, natürlich, du bist auch erwähnt, Herbert, das ist ja keine Frage, das können wir, so einen Megaplaneten auslassen. Jetzt, die Monika. Monika und Andi, ihr seid seit der ersten Staffel dabei, oder? Ja, genau. Ja. Die längst gedientesten. Was macht für euch Dancing Stars aus? Weil es ist ja doch was Einzigartiges. Viele Leute schauen jedes Mal zu. Sehr vieles. Also, wenn ich das so sagen kann, ist es eine erfolgreiche Show, macht genau das aus. Viel Witz, viel Humor, tolle Kandidaten, Persönlichkeiten, eine tolle Jury und ein tolles Team. Und ja, da geht nichts drüber. Ja, also für mich natürlich, ich muss meine Kollegen und Kolleginnen natürlich auch erwähnen. Es ist ein Wahnsinn, mit diesem Orchester zu spielen und immer wieder ein absoluter Bringer für mich, weil man kann ja sagen, das ist ja fast das österreichische Nationalteam, das da steht. Ja. Musikalisches. Ja. Yeah. Von den Musikern. Yeah, genau. Ja. Das ist schon eine ziemlich gute Band. Das muss man schon erst einmal, da braucht man das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Aber 12 Staffeln. Andi, hat sich da für die irgendwas verändert? Ist da irgendwas anders geworden? Also natürlich ja, die eine oder andere Nummer, das eine oder andere Song ist ausgetauscht worden, aber sonst? Natürlich. Ich und muss graue sagen, Haare bei dir. Ja, Brille habe ich auch schon. Aber weißt du, wir haben Fotos gesehen, auch von dir, Klaus. Ja, ich auch. Ich bin auch vorbeigegangen, schon gewesen. Es ist noch immer so spannend. Jetzt seid ihr drei. Also ihr drei seid ja auch Frontleute mit euren eigenen Bands. Und da herüben habe ich zwei viel gebuchte, gern gebuchte und natürlich mit hohen Gagen echte Musical Stars. Das ist die Anna Melva Gomez und den Drew Sarich. Ja. Wie ist es? Also, ihr steht ja auch oft vor, das sind Hauptrollen, die ist ja jetzt einmal im Hintergrund zu singen. Ist das entspannender? Also ganz ehrlich, meine Dancing Stars Reise hat hier angefangen und ich fühle mich extrem wohl hier mit meinen Leuten. Also wirklich. Ja, na gut, du warst ja auch bei Dancing Stars selber dabei und warst, soweit ich mich erinnern kann, im Finale. Das stimmt. Mit wem? Mit dem Thomas. Mein Krammelammel, ja, der macht das super. Der hat die dünne Luft schon einmal eingeatmet. Ja. Genau. Kannst du dich erinnern an die Gefühle, was passiert da, wenn man da vorne steht und nicht weiß, ist man mit oder nicht? Ja, es ist wie der Martin vorher schon gesagt hat, es ist wie eine Déjà-vu und es ist wirklich ganz toll. Es ist wirklich, ich erinnere das nur als was Positives in meinem Leben. Ich habe unglaublich viel gelernt und ja, ich denke wirklich zurück an eine tolle Zeit. Drew, für dich. Also Musical singen ist ja auch nicht so ohne. Und jetzt hier in der zweiten Reihe, unter Anführungszeichen, mit dieser großartigen Band zu stehen und zu singen, ein großer Unterschied? Schon. Viel, viel anstrengender. Nein.
wenn man solo singt, kann man einiges faken. Wenn man Teil der Gruppe ist, ist man Teil der Gruppe. Stimmt, und man ja. muss mithalten. Stimmt, und wenn man solche Kollegen hat, will man mithalten. Und es ist jeden Tag eine Übung gewesen in Musicianship. Ja, und außerdem kostet es Kraft, neben der Anna Milver zu stehen. Da muss ich zurückholen. Bitte. Also, wir sind soweit. Ich glaube, der Umbau ist fertig. Wir freuen uns auf den zweiten Showtanz. Wir brauchen auch noch mal jetzt gleich viel Kraft, denn es wird gruselig im Ballroom bei diesem zweiten Showtanz. Michael und Conny haben sich das Filmthema Rocky Horror Picture Show ausgesucht. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und zuerst schaut der Schotti aber mit uns gemeinsam nochmal zurück auf die letzten Wochen Dancing Stars. Meine Rolle ist mit Sicherheit ein schrulliger älterer Herr, dem man es gar nicht zugetraut hätte, dass er das tut und der dann doch mit aller Begeisterung dabei ist. Jeder Moment ist kostbar. Ich kann nicht sagen, das war ein kostbarer Moment. Es ist alles spannend und aufregend, wenn ich da die Treppe runtergehe. Und das ist ein tolles Gefühl. Conny wird mir extrem fehlen, natürlich, als Zuchtmeisterin. Jetzt wird nur ein Tanzen, nicht ein Verreisen. Wie machen Sie das jetzt aus? Immer wenn du am Boden schaust, musst du einen Euro zahlen. Ich habe sowas tatsächlich noch nicht erlebt, dass mir jemand sagt, du machst genau das und ich mache dann auch genau das. Das ist mir völlig fremd. Nicht am Boden schauen. Ich glaube, wir sind schon bei 45 Euro. Das ist schon 60 Euro. Schau mal. Wir gehen darf ich ja nicht runterschauen. Vorerst einmal war ich ein bisschen gehemmt. Und da ich Schauspieler bin, habe ich so getan, als ob ich Tänzer wäre. Mich meinem Körper zu überlassen, ist für mich eine Überwindung. Das bin ich nicht gewöhnt. Ich freue mich aber auf diese Herausforderung jedes Mal. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt komplett versagen werde. Absolut kann man Dancing Stars mit einer Reise vergleichen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo die Reise hingeht. Ich fand diese Sendung so vielschichtig, denn man bekommt so einen tiefen Einblick in die Psyche eines Menschen. Und das finde ich das Spannendste überhaupt. Wenn du mich am Anfang gefragt hättest, hätte ich gesagt, in der ersten Runde möchte ich nicht ausscheiden. Danach, wenn man sagt, bis Ostern, möchte ich eigentlich ganz gerne dabei bleiben. Und jetzt will ich es gewinnen. Diesen Weg bin ich so lange gegangen und das ist hart. Und wenn ich das nicht erreiche, dann genügt mir der Weg. Und wenn ich es erreiche, dann ist der Weg noch ein bisschen verschönt, aber auch nur ein bisschen. Thank you.
Michael Schottenberg und Conny Kreuter. Es wird lange dauern, bis wir diese Bilder wieder aus dem Kopf bekommen. Conny und Schotti, wenn so ihre Dancing Stars 2019 ausschauen, genau so, dann rufen sie an 09010 59 0909 für Schotti und Conny. Heiß! So. So, das letzte Duell auf dem Parkett ist vorbei. Jetzt liegt der Ausgang dieses Abends nur mehr in Ihrer Hand zu Hause. Horchen Sie in sich hinein. Mit welchem Paar würden Sie sich am liebsten mitfreuen? Es ist keine leichte Entscheidung. Und hier kommt nochmal eine allerletzte Hilfe für Sie zu Hause. Sind Liz und Thomas, die Dancing Stars 2019? 09010 59 0902. Oder sollen Michi und Conny heute als Dancing Stars 2019 gefeiert werden? Dann ist es die 09010 59 0909. Aber wenn Sie diese Entscheidung nicht anderen überlassen wollen, dann voten Sie jetzt. Das Voting dauert noch genau 3 Minuten. 3 Minuten, ich wiederhole. Anrufen, SMS schicken. Die Konfettikanonen sind geladen. Es gibt ein Feuerwerk. Wir werden gleich erfahren, wer sind die Dancing Stars 2019. Bei Dancing Stars die allerletzte Entscheidung.